Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um ein paar mehr Informationen zu unserem wundervollen, von unserer Input-Eigenschaft hier, die wir hier hatten. Und ja, man kann hier durchaus noch ein bisschen mehr machen. Man kann zum Beispiel die Sachen umbenennen, dass das Ding nicht Eigenschaft heißt. Und man kann zum Beispiel auch sagen, hey, ich möchte Dinge verändern hier dran oder festlegen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier, gut, das habt ihr wahrscheinlich so schon rausgefunden. Ich kann auch hier einfach sagen, das Ding muss ein String sein. Ich kann auch hier sagen, dass es zum Beispiel ein Integer sein muss. Hier kann ich einfach angeben, der Doppelpunkt sollte natürlich direkt dran liegen, was es für ein Typ hat. Das ist absolut kein Problem, kann ich sofort machen. Ist wie eine normale Variable eben auch. Aber ich kann noch ein bisschen mehr machen. Und zwar kann ich das Ding auch umbenennen. Wenn zum Beispiel Eigenschaft irgendwie zu lang oder zu kurz ist oder nichts sagend oder sowas, kann ich natürlich hier auch einfach hergehen und kann sagen, bitte benutze Eigenschaft und liefere mir die Variable Eig zum Beispiel. Und jetzt kann ich hier natürlich nicht mehr auf this.eigenschaft zugreifen, sondern muss es this.eig nennen. Das habe ich ja jetzt hier immer noch. Aber der das ganze Ding festlegt hier, der benutzt immer noch Eigenschaft. Das heißt, es hat sich für denjenigen eigentlich nichts geändert. Wir haben hier sozusagen einfach nur diese Eigenschaft umbenannt von Eigenschaft in Eig. Warum man das machen sollte, keine Ahnung. Macht manchmal ein bisschen Verwirrung, macht es manchmal nicht unbedingt leichter. Ich wollte euch aber einfach nur mal zeigen, dass es sowas überhaupt gibt. Und warum wir hier eigentlich eine Funktion vorne dran stehen haben, die irgendwie gefühlt nichts macht. Aber sie macht schon einiges, also manchmal braucht man das ganze Teil auch, das heißt, ja, manchmal müssen wir umbenennen. Und zwar gibt es da einen ganz speziellen Fall, ich mache mal hier einfach ein Beispiel, eig.endschaft, dann haben wir natürlich ein Problem, denn wir können hier nicht einfach eig.endschaft benutzen, weil der Punkt, der ist sozusagen hier in TypeScript ein Zugriffsoperator, das heißt, es wird mir hier einfach ein Fehler angezeigt, das heißt, ich muss umbenennen. Und ja, das heißt, ich kann hier immer noch sagen, eig.endschaft als String, das ist völlig egal, wie ich das nenne. Das kann ich natürlich in den String auch reinschreiben, das ist absolut erlaubt. Aber hier kann ich natürlich keinen Punkt mehr benutzen, deswegen muss ich umbenennen. Und ja, deswegen funktioniert es einfach manchmal nicht anders, dass ich hier eben dieses Umbenennen durchführe. Aber man sollte vielleicht darauf schauen, dass man vielleicht einfach keinen Punkt in seinen Eigenschaften, in den Namen der Eigenschaften drin hat, dann hat man auch dieses Problem nicht. Okay. Ja, und das ist eigentlich auch schon wieder alles, was ich euch heute zeigen wollte, sozusagen kleines Add-on zum letzten Mal und das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!